Das schichtige Messgerät hier ist ein sehr einfach zu bedienendes Messgerät mit einer hohen Genauigkeit und wie es funktioniert, schauen wir uns jetzt mal an. Das Gerät wird in einer praktischen Aufbewahrungstasche geliefert mit Gürtelschlaufe und dank mitgeliefertem 9-Volt-Block ist das Gerät auch sofort einsatzbereit. Das Gerät ist sehr, sehr einfach zu bedienen. Ich habe einmal einen Auslöseknopf und an der Seite vom Gerät ein paar Einstellungsmöglichkeiten, aber wir beschäftigen uns erstmal nur mit dem reinen Messen. Eingeschaltet wird das Gerät über Drücken der großen Taste. Somit signalisiert uns das Gerät nach kurzer Zeit Einsatzbereitschaft und dann wird der Sensorkopf hier im vorderen Bereich mit der lackierten Fläche in Kontakt gebracht und ich drücke den Ein-Ausschalter ein weiteres Mal und über Piepen signalisiert er mir die abgeschlossene Messung und ich kann im Display ablesen. Im Gerät können auch Minimum- und Maximumwerte gespeichert werden. Das heißt, ich kriege immer eine Rückmeldung, sollte ich einen voreingestellten Maximalwert überschreiten an Lackdicke bzw. auch einen Minimumwert unterschreiten. Zudem kann ich das Display auch beleuchten für nicht so gut beleuchtete Arbeitsorte und ich habe selbstverständlich die Möglichkeit, auch mittels mitgelieferter Kalibrierplättchen das Gerät selbst in der Werkstatt wieder zu kalibrieren.